Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Danny Rolpe und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir die Schätze von Jamaica Plain gefunden, auch technische Dokumente. Und jetzt haben wir Halluzigen. Wiederhole, ein chemisches Ink, glaube ich, betreten. So ist es doch, ne? Nicht noch irgendwas dazu. Okay. Und ja, wir wurden sehr gut informiert von den Massenvernichtungswaffen oder Foltermethoden, die wir bauen. Und ja, wir sind immer noch auf der Suche nach einem Halluzigen. So wird das ausgesprochen, glaube ich, wenn ich mir die Aufnahme nochmal angeguckt habe. Ein Halluzigen Kanister müssen wir noch auftreiben für irgendeinen Typen namens Fred Allen, wer auch immer ist. Und da war einer, ich habe ich doch gesehen. Hallo, buff. 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 Stich, Stich, Stich. Stich, Stich, Stich. Rip. Ja. Eingelegtes Fleisch. So, ich dachte, ja, eingelegter Fisch. Ja, und das erste Mal. Wenn ich die Welt da draußen noch sieht, ey, ich krieg die Krise. So, du bist ja wahrscheinlich mit dem Dings hier. Und mit dem Terminal, wenn du so stark verschlossen bist. Immer noch nicht unter 100. Cool. Da, wenn irgendwann die Haarklammern unter 99 gehen, das ist ein Zeichen für mich, das Projekt zu beenden. So. Spielt schon fast ein Jahr, das Spiel, fällt mir gerade ein. Muss man ein Jahres Special machen. Wie 220 Leute, die dieses Projekt angucken. Vor allem alle gucken sich das Projekt an, ja. Eigentlich nur 5 oder 6 Leute, aber was soll's. Geschafft. Bitte das Gebäude evakuieren. Ja, Safe-Steuerung. Ja, was soll's. Nicht die Anzahl der Abonnenten irgendwie bestimmen würde, ob ich weitermachen will oder nicht, dann hätte ich schon längst aufhören müssen. Bin ich da. Warte mal. Ich bin jetzt hier einfach rüber gesprungen. Ich weiß nicht, ob das richtig war. Müssen noch in diese Räume da rein, glaube ich. Hallo, hallo. Warum habt ihr eigentlich alle so ein Halstuch an? Du hast nicht so ein Halstuch an, oder? Nö. Du bist ein Hipster. Das möchte ich noch mal, noch immer ich da hinkomme, in die Räume da rein. Wir müssen ohne mit sich die Dinge zu aktivieren. Bitte das Gebäude evakuieren. So. Jetzt sieht schon aus, so wie Testkammern, ne? Nee, trotzdem rumgelaufen. Wir waren alle tot, ne? So, jetzt kriege ich das natürlich mehr. Ma. Es ist natürlich kein Gegner hier in der Nähe, den ich töten kann. Mhm. Wer hat euch überhaupt da eingesperrt? Seid ihr echt so blöd gewesen und habt euch selber da eingesperrt? Dann seid ihr bescheuert. Bin gerade gerübst, Entschuldigung. Ach. Entschuldige ich mich doch immer sofort. Was ist denn los mit mir? Das Gebäude evakuieren. Das ist schon wieder so ein Labyrinth, ne? Weil irgendwas mehr als zwei Abzweigungen hat, ne? Schon zu viel für mich. Da wo ist denn jetzt der eine Raum? Hier. Da oben gehen kann. Ha. Vielleicht ein besserer Überblick. Na, ja, okay, so hätte man reinkommen können. Nicht, wenn man so blöd genug wäre, nicht darüber zu springen. So. So oder so, wieder hier lang. War ja doch schon richtig. Ja. Gehen wir den offiziellen Weg. Guck mal, was ganz unten noch ist. Kommen wir da eigentlich wieder zum Anfang.
Bitte das Gebäude. Wo ist eigentlich Paladin Dahns? Schon wieder verloren gegangen, ey. Meine Güte. Das wäre es. Auf Simpex, bitte. Ich tue eigentlich gar keine Zigaretten mehr verkaufen, aber ich nehme die trotzdem noch alle mit. Stimmt auch irgendwas nicht. Anuka Cherry, bald können wir zu einer Anuka World. Anuka World? Ja, Anuka World hieß da das Teil. Da also, habe ich schon das Gefühl, auch mehr so propagandamäßig alles dargestellt. Ich hoffe nur, weiß ich nicht, da kommt irgendwelche. Ich hoffe nur, da kommt keine, meine Güte, eine Minigun. Irgendwelche Lieder oder so vor. Ich dann blocken müsste, die mich dann blocken würden. Ein chemisches Leck wurde entdeckt. Copyright und so. Ich habe schon Angst bei Kingdom Hearts im Moment, wo ich in Atlantica bin. Muss man ja auch so Musical-Nummern machen. So Musical-Nummern. Und ja, ich weiß nicht, ob die kopiergeschützt sind oder nicht. Deswegen habe ich jetzt jedes Mal Schiss, wenn ich da ein Part von Atlantica hochlade. Nett. Und du hast unbegrenzte Magazinkampf. Was? Kampfgewehr. Okay. Wenn ich da einen automatischen Lauf einbaue, dann kann ich das. Also zwei H-Klammer für den Meister. Für so einen Meister-Safe. Okay, cool. Ich habe schon gefragt, was für andere Waffen sowas auch gibt. Alter, bitte das Gebäude evakuieren. Wenn ich dann irgendwie so einen automatischen Lauf da reinpacke, dann kann ich ja unendlich schießen. Ja, noch unbegrenzte Macht hier oder unbegrenztes Potenzial. Diese Laserwaffe soll ich vielleicht auch mal irgendwann nutzen. Jetzt gucken, ob die was bringt überhaupt. Weiß man ja immer, wenn ich so eine Waffe habe, automatisch irgendwie. Da könnte ich ballern, ohne nachzuladen. Mit einem Minigun im Pistolenformat, im Gewehrformat. Oh Gott, der macht mir ja Schaden. Da gefällt es aus. Ich jetzt dadurch. Aha. Ja, wie die Dusche. Ja, ich wäre dadurch gekommen. Ich habe genug KP. Ja, machen wir das mal auf. Bei umständlichen Weg gehen und dann aufschließen. Weil ich kann's. Ja. Ja. Und da ist eine Falle. Armat, böse. Wer bist du? So ein Kommandant. Ich so, ich dachte, du wärst irgendjemand gut, weil das als Stehlen irgendwie ein Verbrechen angesehen war. Was? Aus irgendeinem Grund. So, er hat sich unsichtbar gemacht. Ein chemisches Leck wurde entdeckt. Bitte das Gebäude evakuieren. Mach dich mal wieder sichtbar. Oder so, dein Blut wird mich lenken. Ich kann dein Blut sehen, Mann. Dieser Bluten. Keine Notiz, Mission, Anweisung, haben sie gehen. Zeig mal. Müsste konzentrieren, schreiben hilft vielleicht. Muss mich konzentrieren, schreiben wir vielleicht. Irgendein Gas im Labor, als wir reinströmten ins Haus, hab die Tür wieder verriegelt. Weh, ich kann sie hören, stimmen, sie kommen. Aufhören. Okay. Hallucigen. Bitte das Gebäude evakuieren. Wie ist der andere Ding nochmal?
Auftrag oder Mission, irgendwie so was, ne? Ja. Yeah. Ein Ziel halt, sie Mission, Gärung von Tech, Ziel, ein da, was weiß ich. Schneller Rückzug, das hat auf jeden Fall funktioniert. Schneller sein sollen, bevor ich aufgetaucht bin. Jetzt habe ich einen Step, von dem ich letztens gebraucht hätte. Und jetzt kam ich und damit war Schicksal besiegelt. Tauche ich aber war so. Verdammt nochmal, ja. Okay. Keine. Nicht so ein Fenster aufgeploppt. Ist noch einer, was? Okay. Möchte die doppelte Belohnung haben, hallo? Das Drogenlabor hier. Ja, Auslöscher. Ich habe halt vollkommen anderes gelesen. Ja, das sind diese ganzen Dinger, die ich gerade gesehen habe, ne? In diese Testkammern. Noch ein Gaskanister und noch ein Gaskanister. Und du bekommst einen Gaskanister und du bekommst einen Gaskanister und du bekommst einen Gaskanister. Und du. So eine Wackelpuppe und ich bin sehr zufrieden. Den könnt ihr mir ja auch noch einpacken, ne? So als Sahnehäubchen. Und noch ein Gaskanister. Ja, geplatzt. Ein chemisches Leck wurde entdeckt. Bitte das Gebäude umgehend evakuieren. Ja, was wert? Stahl. Wo sind die hier? Okay, die wiegen eine ganze Ecke. Egal. Ich habe, was ich brauche. Jetzt muss ich nur mal wissen, wo die Person ist, bei der ich abgeben muss. Er wird mir auch nicht in der Karte angezeigt. So, sonst kriege ich ein Problem. Esplanade, was? Ja, wenn die jetzt erwarten, dass ich weiß, wo der Typ ist, den ich halt nochmal geben muss, dann haben wir ja ein Problem. Tue ich nämlich nicht. Aber egal, gucken wir mal. Wird schon irgendwo angezeigt sein. Diamond City oder so. Oder bei sich. Irgendwo wird schon richtig sein. Ich, dann machen wir einfach anderes. Versuche jetzt nicht herauszufinden. Entschuldigung, ich versuche jetzt nicht herauszufinden, wo ich hin muss. Ich habe schon so viele Leute getroffen und getötet. Ja, eigentlich wieder alle da. Ich musste ja wegen dieser Kabot-Mission hier. Alle mal wieder töten, die sind schon wieder alle da. Oder Thomas. Oder habe ich die gar nicht, ich glaube, ich habe die gar nicht erledigt, ne? Nutz mal. So. Wo ist der? Good Neighbor. Okay. Der Typ aus dem Hotel, Robert. Ich weiß das doch nicht mehr. Mann. Warte mal, ich habe doch gerade so viel Kronen. Obwohl, ich spare mir die noch. Damit ich die in Nuka World ausgeben kann. Aber ich glaube, ich habe den Raketenwerfer hier von Cleo noch nicht geholt. Hier der Händlerin hier. Rassist. Ich weiß, ich habe auch übrigens nicht die Mission gefunden. Durch mal diese Lagerhäuser hier räumen muss. Von irgendwelchen Todesschützen. Wir haben fast jeden geredet und irgendwie gibt mir keine Mission. Also keine Ahnung, was das soll. Und irgendwo hier meine Zeitschrift, die ich gefunden habe. Voll dämlich. Wie war Lucy? Du siehst von daher aus.
Gaskanister. Sieht durchschlagend aus. Super! Vorsichtig damit. Das Ding zu zerlegen wird nicht einfach, aber das kriege ich schon hin. Was dich angeht, fehlt nur noch die Bezahlung. Hier bitte, wie abgemacht. Hey, brauchst du eine kleine Stärkung, bevor du dich auf den Weg machst? Buff out. Mentals. Also der hat mir mehr Erfahrungspunkte gegeben als Typen von der Bruderschaft. Das darf einfach nicht wahr sein. So ein Typ hier, so eine Hinterwäldler. Nein, nicht den verkauften. Ich sag mal, so eine Hinterwäldler-Nachbarschaft. So. Was geht ab? Oh, dann raus hier und was auch immer wir jetzt machen. Ne? Suchen wir uns irgendeinen random Ordner aus, wo wir hingehen. Mich erstmal nach diesem oder übernächsten Part informieren, was ich genau. Und nur, wo ich nicht informieren, aber gucken, was ich hier vielleicht noch machen könnte, ohne das Tool auf meine feindliche Seite zu ziehen. Mass Fusion Schutzhülle. Wie kann das abgeschlossen sein, wenn ich das noch nicht erkundet habe? Was? Was haben wir denn hier noch? Was ist noch nicht erkundet? Was ist hier? Kaufhaus Fallons. Ach, das habe ich doch freigeschaltet hier durch so ein Ding. Durch so ein. Was weiß ich? Durch irgendein Terminal, glaube ich, in der letzten Folge. Ja, mal da hin. Kaufhaus, was könnte es da geben? Alles. Kaufhäuser haben alles. Weil ich muss jetzt noch, weiß ich nicht, 30 Parts mit dem Thumbnail von Verhaber hier rumlaufen, obwohl ich gar nicht mehr im Verhaber bin. Noch ein bisschen dämlich. Wenn ich in Nuka World bin, würde ich so auf den 300. Part wieder neuen Thumbnail machen. Bis dahin bin ich dann wahrscheinlich auch mit der Hälfte schon fertig in Dingens. Nuka World. Dein was bewegt. Ja, Zombies, Supermutanten. Ghule meine ich natürlich. Und das sind Selbstmörder, leck mich. Natürlich sind da. Also wie viele Gegner sind da? So, ja super. Wäre natürlich jetzt nicht so tolle. Wir sind Selbstmörder, ne? Ja, wenn ich dich töte, ohne dein Ding in der Mitte zu zerstören, dann krieg ich eine Mini-Atombombe. So meine Erfahrung, glaube ich. Bei den Nahen zahlt immer auf. Sehr gut gemacht. Schon der nächste. Machen wir so. Überlebst hat schon, ne? Er ist ein Kriegsfürst. Das ist so geil, jetzt wieder in Mittland hier eine Schlacht zu machen, anstatt diesen blöden Nebel. Ja, ja gar nichts. Eine schwere Waffe, ne? Das ist noch eine Strahlung gegen die. Noch jemand auf mich geworfen, beiden. Jetzt ist das kein legendärer hier. Wäre schon wieder nervig gewesen. Oh, da habe ich so vermisst. Einfach so random irgendwelche Gegenden zu erkunden, gegen random Gegner zu kämpfen. Das ist das Leben. This is life. It's beautiful. What a wonderful life. Und der hat eine Menge Erfahrung gegeben. Dann gucken wir mal, ob sich meine Theorie bestätigt. Das ist doch so einer, ehrlich. Wo ist der Typ? Der legendäre, der nicht legendäre, der Atomon. Der automatisierte, genau. Der Selbstmörder, meine ich. Den ich getötet habe, bevor der explodiert ist.
Ha, tatsächlich. Sachen, die sind mir aufgefallen. Das ist ein bisschen zu wenig. Was geht, na? Du willst mich schlagen, ja. Schlag dich mit meiner Knarre. Oh Mann! Ho! Oh. Erstmal schreien. Und eins schon wieder, sehr gut. So, was hier noch? Was meine Schreie voller Schmerzen, ja, das höre ich. Warum ist dann schon wieder so ein Kriegsversehen? In den letzten Part habe ich noch gedacht, ich bin voll überpowered. Und dann komme ich wieder die erstbesten stärkeren Gegner. Mach mich fertig. So. Jetzt sehen wir mal, wie denen seine AP langsam zu Neige geht. Schlitz. Schlitz. Oh, hi. Was bist du denn? Au, ich habe geblockt, Mann. Au. Au. Alter. Super Mutant, du. Alter. Alter. Er macht mich falsch. Den gibt's doch nicht, ey. Wie ich mich von den Schlägen erholt habe, ne? Der hat mich schon wieder zigtausend Mal angegriffen. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Schlitz. So. Mann. Jetzt haben wir so ein random Safe. Ecke. Ich weiß immer noch nicht, dass der Typ mir im Hotel mehr Chancen hat als. Tja, sowas bringen sie einem in der Grundausbildung nicht bei. Als hier die Bruderschaft. Ich eigentlich viel größere Ressourcen hat. Weil er ja schon eine Fraktion ist. Und der ist einfach nur so ein Hotelmitarbeiter. Unglaublich. Ist unglaublich. Da waren wir sind ja auch immer noch nicht erkundet. Ich war doch gerade da. Habe ich hier das erkundet. Ist halt, ich habe schon wieder einen anderen Ort. Habe ich halt mitgenommen. Hä? Also. Ja, bevor ich den Ort dann hier vergesse, ne? Habe ich jetzt schon erkundet, dann gehen wir mal da rein. Da sind wahrscheinlich Supermutanten drin, ne? Ja. Nein. Ja, den Ort habe ich schon erkundet. Ding sah schon so aus, irgendwie. Anscheinend nicht. Da, gehen wir auf den Weg. Und hallo. Sehe ich schon von Kilometer. Mein Gott, nur volle Flaschen. Nein, da ist eine leere, du Hipster. Wie kannst du es wagen? Hier, stirb. Oh, Rainer. Ich esse jetzt ein Skill. Oh. Muss ja auch was essen, ne? Ich führe ja kein Leben, ne? Außerhalb der Let's Plays hier. Kann nur essen, während ich aufnehme, ja. Warum jetzt wird so wenig aus? Stich. Weißt du was hier? Also die vermisst die Waffe? Ist auch viel amüsanter. Genau deswegen. Außer eine Broken Waffe, warum sind die Nahkampfwaffen also broken? Und das wollte ich nicht mitnehmen, ist mir schon wieder überladen. Habe ich denn die schon wieder dabei? So, schon wieder einer. Aber könnt ihr, warum sind die eigentlich nur Kriegsfürsten rumlaufen, ehrlich? Bands. Atomsurteil doch mitgenommen. Komm, lege ich die ganzen geilen Waffen weg, kriege ich wieder auf die Fresse.
Ja, nachher war was, dann komme ich mit dem Messer. Der Damage Dealer. Ah. Gut. Hey. Super Mutanten, geile Gegner. Ich wieder Gula haben. Die sind einfach zu erledigen. Ja. Was da sind Toiletten, ne? Ja. Meine Güte. Meine Güte, was ist denn hier passiert? Au. Zum Glück sind die Fallen hier voll nichts. Die sind einfach nichts. Ich mal erwähnenswert sind die. Im Spiel mal eine richtige Bedrohung im dritten Teil. Hier ist eine Falle aus dem Schrotgewehr, schießt dir in den Kopf und hat wehgetan. Hier löst eine Bombe aus und kriegt gar keinen Schaden. Jetzt, wenn du direkt davor stehst, ja, soll's. Gibt es ja überhaupt irgendwas zu erledigen? Ich glaube nicht, ne? Ist einfach nur random hier. Was? Hm. Was hat schon Dance? Ja, ich muss mal was knacken. Cool. Kommst du klar? Sieht so aus, ne? Schon wieder Krieg. Junge. Einfach höher gelevelte Gegner platzieren und gut ist, ne? Wir sind noch nicht mal höher gelevelt. Wir sind einfach nur, weiß ich, ein Rang höher. Dadurch stärker oder wie. Ja, wie er funktioniert. Genau, ein Perk, da kann ich irgendwie die Schadensresistenz sehen von den Gegnern, was irgendwie voll sinnlos ist. Sehe ich auch, wenn ich die einmal anschieße oder anschlage. Wie die aushalten. Ich war ein Kollege irgendwann so gefragt, hey, warum kannst du ja nicht die Schadensresistenz sehen von denen? Die Verteidigung oder so immer. Da habe ich den Perk davon geholt, finde ich voll verschwendet irgendwie. Okay. Ich bin im Part hier, weil wir sind jetzt 28 Minuten weit. Mal neu runter. Ja, das ist ein legendärer, super. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alle zu zuschauen und sag Tschüss, bis zur nächsten Folge.